Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe FCS Blog die Woche. In dieser Woche hat der 1. FC Saarbrücken eines der wichtigsten Spiele in seiner weiteren Vereinsgeschichte wahrscheinlich, nämlich das auswärts in Sandhausen, aber es gab ja auch noch ein Spiel gegen den FC Bayern München. Und damit herzlich willkommen hier alle alten und neuen Fans des 1. FC Saarbrücken in diesem kleinen Videoblog, das sich journalistisch, aber auch mit einer Fanbrille mit dem Verein auseinandersetzt. Alle unsere Großväter, Großmütter haben das 6:1 gegen die Generation Beckenbauer, Meyer, Müller aus dem Jahr 1977. Und die neuen FCS-Fans, die haben jetzt das 2:1 gegen die Generation Neuer, Müller, Kimmich. Und wir wollen heute mal, obwohl hier im Blog eigentlich nicht mehr so groß einzelne Spiele analysiert werden, doch auf die Voraussetzungen dieses Spiels im DFB-Pokal schauen und was da los war. Zum einen der 1. FC Saarbrücken, der in der Liga strauchelt, der schon 2 Spiele weniger hat als die Konkurrenz, der so einen Turnaround braucht. Trainer Rüdiger Ziel ist ja auch stark in der Kritik im Moment und man hat eben auf diesem tiefen, wässrigen Rasen des Ludwigsparks am Samstag gegen Dynamo Dresden 45 Minuten lang die Beine müde gemacht schon mal, ohne dass es was gebracht hätte. Das Spiel wird höchstwahrscheinlich neu angesetzt. Der FC Bayern hat am Wochenende einen Verein aus der eigenen Liga, den SV Darmstadt 98, mit 8:0 nach Hause geschickt. 8 Tore davon in einer Halbzeit. Und unterschiedlicher können die Voraussetzungen nicht sein. Natürlich muss der FCS da was entgegenhalten. Man stellt um auf ein 5-4-1, zieht Rabic vor allem ein bisschen zurück, hat die Außen doppelt besetzt mit den defensiven und den offensiven Außen und will vorne mit einem Startelfdebüt von Simon Steele vor allem auf Schnelligkeit setzen, sprich den Raum eng machen, schnell umschalten und aus dem wenigen Ballbesitz etwas machen. Natürlich musst du auch die 20-25%, die du Ballbesitz hast, die musst du auch nutzen. Das ist auch enorm wichtig. Du musst natürlich in erster Linie verteidigen, ist klar. Aber aus der Taktik... Wissen wir auch. Danke, Basti, er hat's gecheckt. Der FC Bayern wiederum hat seine ganz eigenen Probleme in der Kaderplanung, vor allem in der Defensive. Da hat man sich zu wenig in der Breite verstärkt und gleichzeitig ist so ein Pokalspiel gegen den Drittligisten auch eine wunderbare Gelegenheit für Thomas Tuchel, die Stars zu schonen. Also tritt Bayern an mit Kane, Musiala und Gnabry auf der Bank. Das heißt aber nicht, dass die Startelf jetzt aus der B-Mannschaft besteht. Da sind immer noch Spieler wie Kimmich, wie Neuer, der jetzt zurückgekehrt ist, wie Weltmeister Thomas Müller, wie Leroy Sané und ich meine auch ein Erik-Maxim Choupo-Moting ist jetzt auch nicht der schlechteste Stürmer der Welt, nur dadurch, dass er jetzt hinter Harry Kane spielt. Und das ist eben die Startvoraussetzung der FCS mit der Hoffnung auf schnelle Konter. Die Bayern, die halt ihr Bayern-Programm abziehen, aber auch schon früh merken, dass der FCS nicht ohne es, vor allem Marcel Gauss macht es da Leroy Sané auf der linken Seite immer wieder schwer und zeigt schon in der ersten Viertelstunde, man wird sich heute nicht so abkochen lassen wie Darmstadt 98. Dann gibt es aber doch den Schock für den FCS und vielleicht auch so einen Moment, wo die Ersten denken, aha, jetzt ist der frühe Rückstand da, nach einer Viertelstunde Thomas Müller mit einem sehr guten Schuss aus der zweiten Reihe, wo er zu viel Platz hat und auch, das muss man ihm lassen, obwohl er bei Bayern ja eher zu den Edelreservisten gehört, dass er da sehr gut sieht, wie Tim Schreiber steht und dass er den Schritt zur Seite gemacht hat und dann platziert, flach, hart, kann man nichts machen. In der Folge gibt es aber so einen Moment, da kippt das Bayern-Spiel und das ist die Verletzung von Innenverteidiger Matthijs de Ligt. Auch kein Reservist, sondern, wie wir wissen, Mann, der auch mal ganz teuer von Juventus Turin gekommen ist. Der verletzt sich übrigens nicht aufgrund des Platzes, sondern fällt da eher unglücklich. Das kann man sich auch nochmal anschauen. Ich meine, jeder, der es nochmal schauen will, in der ARD-Mediathek ist das Spiel in voller Länge zum Nachschauen. Und Thomas Tuchel hat ein Problem, weil er
in der Verteidigung eh sehr dünn besetzt ist. Er muss also Joshua Kimmich nach hinten ziehen in die Viererabwehrkette. Das wird später noch entscheidend und bringt Konrad Leimer als neuen Sechser rein. Der FCS ist halt weiter druckvoll und der Bayern-Sturm wird dadurch so ein bisschen unsichtbar. Und es kommt wirklich nicht so ganz überraschend, dass der FCS kurz vor der Pause ausgleicht. Und das entsteht sogar im Spielaufbau der Bayern. Da sehen wir wirklich die Rüdiger Zehl Masterclass, wenn da der FC Bayern im Aufbauspiel Pass von Kim auf Kretzig direkt angegriffen wird. Kim spielt erstmal den für seinen Kollegen sehr verhängnisvollen Pass, ist dann nicht schnell genug gegen Böder, Grätsche ins Leere und Sontheimer muss nur noch einschieben. Kimmich steht dann auch so ein bisschen wie Falschgeld rum. Und das ist der berühmte Ausgleich zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, denn die Bayern hätten wahrscheinlich mit vielem gerechnet, aber nicht, dass sie vor der Pause nach Führung noch ein Tor zum Ausgleich kassieren. In der zweiten Hälfte setzt sich das taktische Konzept von Rüdiger Zehl weiter fort. Die Bayern werden immer, wenn sie in der Saarbrücker Hälfte am Ball sind, werden da die Wege zugestellt, die Passwege. Und da geht es oft nur noch über das 1:1. Und das ist auch, sage ich jetzt mal so, meine Laienanalyse, wo ich mir die Frage stelle, FC Bayern ist doch technisch versierter als die Spieler beim FCS. Das ist einfach so, das sind Stars wie Gnabry, Sané. Und die müssen doch im 1:1 sich auch mal durchsetzen können. Und stattdessen haben wir dann eher Aktionen gesehen von Naifi, wo der sich im 1:1 gegen Bayern-Spieler durchsetzt. Oder Gauss, der halt solche Spieler ganz einfach abkocht. Der FC Bayern kann sich also nur noch mit Fernschüssen behelfen. Und da tritt dann das Talent von Tim Schreiber zutage, der wirklich jeden Fernschuss extrem sehenswert pariert. Also der hat nicht nur zu Recht den Titel Man of the Match gewonnen, der hat sich auch ein wenig unsterblich gemacht. Gleichzeitig wird der Druck auf den FCS natürlich größer, weil mit jeder Minute schwinden die Kräfte. Es wird einmal kräftig durchgewechselt, aber so ab der 60. Minute gibt es auch immer mal wieder Krampferscheinungen. Und es ist spürbar, dass man eine Entscheidung innerhalb der regulären 90 Minuten braucht, weil in der Verlängerung werden dann die Karten nochmal neu gemischt und ich glaube, in der Verlängerung hätte es dann auch nochmal für die FC Bayern kippen können, aber in der 90. Minute plus 6, es wird sehr lang nachgespielt, kommt dann der Ball von Naifi auf Sivea und da ist es schon mal spannend, dieses Duo Kim und Kimmich ist überhaupt nicht eingespielt, weil in diesem Moment sieht man, wie viel zu spät Joshua Kimmich dann rüberschaut zu Kim, der halt eine Abseitsstellung dadurch verhindert, dass er noch weiter nach hinten steht. In dem Moment ist aber Sivea schon weg, kann den Ball reinbringen auf Gauss, der nachgelaufen ist. Und da hätte sogar Kingsley Coman die Chance gehabt, noch irgendwie das Tor zu verhindern, wenn er nicht ballorientiert gelaufen wäre, sondern mannorientiert. Besser für uns, Gauss trifft noch irgendwie Julius Biada und der Ball geht ins Tor. 2:1, Wahnsinn. Was für ein Abend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat das Telefon nicht stillgestanden. Jeder, der irgendwie weiß, dass ich FCS-Fan bin, ist auf mich zugekommen. Ich habe dann sogar noch bei NDR2 ein Interview gegeben zum ersten FC Saarbrücken. Du hast ja ein Buch geschrieben, 111 Gründe, den FC Saarbrücken zu lieben, eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt. Was ist denn ein guter Grund dafür, diesen Verein zu lieben? Naja, ich glaube, alle neutralen Fußballfans, die können sich darauf einigen, dass eine Mannschaft, die Bayern aus dem Pokal wirft, schon mal die Chancen für alle anderen erhöht, den Pokal mal selber zu gewinnen. Ich glaube, das tut dem Fußball gut, wenn nicht nur die Bayern oder die Leipziger alle Titel einheimsen. Deswegen drückt uns doch mal die Daumen. Und alle neuen FCS-Fans, die jetzt vielleicht FC-Fan geworden sind, schaut auch gerne ins Buch rein. Wenn ihr das noch nicht möchtet, reicht auch ein Abo für diesen Kanal, denn ihr werdet so Sachen erfahren, wie geht es eigentlich jetzt weiter im DFB-Pokal. Und das ist jetzt so, dass am Sonntag ausgelost wird. Es ist ein historisches Teilnehmerfeld, also so wenige
Erstligisten wie zuletzt, glaube ich, vor über 20 Jahren. Auch im Topf ist noch der FC 08 Homburg und der 1. FC Kaiserslautern, also zwei alte Rivalen, die man ziehen könnte. Lustigerweise, ich glaube, wenn der saarländische Fußballverband die Lose ziehen würde, da wäre es in der nächsten Runde FC Homburg gegen FC Saarbrücken. Es ist so, wenn der FCS gegen den Erst- oder Zweitligisten gezogen wird, hat er automatisch das Heimrecht. Speziell wird es, wenn man gegen Homburg gezogen wird. Da kommt es darauf an, welcher Verein zuerst im Lostopf gezogen wird. Und je nachdem wird das Heimrecht vergeben. Ich persönlich würde mir natürlich St. Pauli oder den HSV wünschen, aber man muss einfach sagen, diese tolle Reise geht weiter. Es wäre vielleicht schön für den FCS, wenn man sich dann auch so einen Erfolg, so einen einmaligen Erfolg, der wirklich, glaube ich, die Geschichte des Vereins stärkt, einfach auch als Anlass nimmt, um zu denken, dass man sich nicht nur immer auf der Geschichte ausruhen muss, sondern halt auch stetig weiterarbeiten kann und muss und sich entwickeln und verbessern muss. Im Moment ist eine super Euphorie da. Man kann ganz viele Leute mitnehmen. Ich glaube, im Hinsicht der Pressearbeit schafft man das noch überhaupt nicht. Aber das Band zwischen Mannschaft und Fans ist sehr stark und ich hoffe, das setzt sich auch in Sandhausen fort, denn das ist in dieser Woche auf jeden Fall die wichtige Begegnung. Schreibt mir gern, wie ihr den Pokal erlebt habt, was euch so passiert ist am Abend, wie ihr davon erfahren habt. Und wir freuen uns einfach auf eine richtig geile Woche. Das war nämlich die Woche mit dem FCS-Blog. Bis zum nächsten Mal.